Antenne Niedersachsen. Helden des Alltags. Ich bin heute in Hannover im Heinemannhof. Hier gibt es eine Abteilung speziell für Menschen mit Demenz, das Kompetenzzentrum Demenz. Und die Leiterin der ambulanten Pflege, die steht neben mir, das ist Frau Bolz. Frau Bolz, was genau machen Sie hier? Und Sie wissen ja, bei uns geht es ums Dankesagen. Bei wem wollen Sie sich heute bedanken? Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ausschließlich Ehrenamtliche. Das ist das Besondere daran. Und ich habe eine Dame heute besonders ausgeguckt, nämlich Cornelia Buchmann. Sie macht heute ja was zusammen mit Herrn Gerhard, also jemand, der von Demenz betroffen ist. Genau. Sie sind in der Mediathek, dann würde ich sagen, gehen wir zusammen rüber und überraschen Sie. Genau, das machen wir jetzt. Immer. Okay. Hallo, Sie beide. Dürfen wir mal ganz kurz stören? Oh, das sieht ja klasse aus, was Sie hier machen. Jetzt muss ich sagen, wir sind gar nicht nur wegen den schönen Sachen, die Sie hier basteln hier, sondern, Frau Buchmann, wir sind vor allen Dingen wegen Ihnen hier, denn Sie bekommen heute eine Auszeichnung. Sie sind in dieser Woche unsere Heldin des Alltags. Das glaube ich ja gar nicht. Das ist ja toll. Oh, jetzt bin ich sprachlos. Herr Gerhard, schauen Sie mal. Wir sind hier die Helden des Alltags. Ist so, das toll? So einfach ist das. Ja, das ist ja eine Überraschung. Herzlichen Dank. Genau, Frau Bolz, erklären Sie doch einmal, warum es Ihnen wichtig war, hier Ihre Ehrenamtlichen auszuzeichnen. Ja, Frau Buchmann, mir lag das besonders am Herzen, dass wir Ihr Engagement hier einfach so beispielhaft rausgreifen, weil Sie immer so viel Kreativität hier reinbringen. Da ist einfach ganz viel Herzblut dabei und das schätze ich so sehr an Ihnen. Ja, auch bei Ihnen herzlichen Dank. Bei mir gibt es immer so ein Sprichwort, das Herz wird nicht dement. Frau Buchmann, warum ist es Ihnen denn wichtig, hier Zeit zu verbringen? Warum stecken Sie hier so viel Energie und Zeit rein? Ja, also Ehrenamt, das ist eine ganz tolle Aufgabe, finde ich. Schon wie das Wort sagt, es ist eine Ehre. Herr Gerhard, jetzt komme ich nochmal zu Ihnen. Können Sie uns denn erzählen, wie das ist, mit der Frau Buchmann Zeit zu verbringen? Einfach schön. Und je länger man da sitzt, wird man immer intensiver, bis schließlich das Bild von Farbe schäumt. Und einfach wunderschön ist. Wunderschön ist auch helfen. Ist eine ganz tolle Sache, also seid doch auch dabei bei Niedersachsens Helden des Alltags. Niedersachsens Helden des Alltags. Kennt ihr auch einen, dessen Geschichte unbedingt ins Radio gehört? Schreibt uns studio@antenne.com. Antenne Niedersachsen. Unser Herz schlägt für Niedersachsen.